So, braucht jemand Lava? Ich habe hier gerade welche im Angebot. Hey ho. Vorbunder hier in der Höhle, wie in der letzten Folge auch. Und ja, bin in ein Loch gefallen und versuche jetzt hier mal noch ein bisschen um die Ecke zu schauen. Da unten sieht es nämlich so aus, als wird die Lava hier irgendwie ganz tief weit runterfließen. Der Sache möchte ich dann gerne mal auf den Grund gehen. Oh, ein bisschen knapp hier. Sollte man vielleicht nicht so nah an die Lava ran. So. Mal sehen, wie weit man hier noch so rumkommt. Vor Lava habe ich echt Schiss, so. Oh, die fließt echt noch ein ganz schönes Stück darunter. Also hier ist dann auch noch mal, ob das unsere Mine ist, ein Teil von unserer Mine oder eine neue. Hab ein bisschen die Orientierung verloren. Bin in ein Loch gefallen, was wir schon in der letzten Folge mal irgendwie entdeckt hatten. Und zwar hier muss ich jetzt wieder hoch. Ja. Genau. Hui. Zurück in unsere Haupthalle. Ist ja unweit. Ist nämlich direkt hier. Hier war noch ganz viel. So bin ich nämlich runtergefallen, glaube ich. Ich habe hier das Silber abgebaut und bin abgestürzt. Naja. So, ist der Durchgang auch ein bisschen besser. Hier noch ein Schild hingestellt. Da rechts ging es zu der Mine, links zum See. Und dann fiel mir ein, ich habe hier oben noch einen Gang entdeckt. Da gucken wir jetzt gleich mal rein. Da war ich noch nicht so richtig drin. Dann machen wir das mal hier. Und das hier lassen wir auch mal da. Und das lassen wir auch da. Klack, klack, klack. Uah, hat sich da oben was bewegt? Ja, es hat sich da oben was bewegt. Da ist ein Skelett, was uns erwartet. Genau da, wo das Skelett steht, da wollte ich hin. Es hat uns aber schon gesehen. Na, ja, sehr, sehr schön. Na, wo bist du denn hin? Ah, komm doch her. Oh. Ja, da fällst du runter. Hast du dir wehgetan? Blödes Ding. Ja, da oben ist nämlich noch ziemlich dunkel. Da ist ein Schacht, der ist irgendwie nur sehr ansatzweise von mir beleuchtet worden. So. Haha, wieder ein paar Erfahrungspunkte, ne? Ist ja mal sehr lecker. So. Jetzt schauen wir da mal hoch, bevor da uns jetzt noch mehr Überraschungen entgegenkommen. Habe ich eigentlich noch genug Fackeln? Ja, das sollte eigentlich reichen. 20 Stück. So, da sieht er schon. Bis dahin vorne bin ich noch gelaufen. Dann haben wir hier so ein schwarzes Loch vor der Nase. So was habe ich gar nicht gerne. Wenn ich tiefer in eine Höhle eindringen möchte, dann habe ich ständig die Gefahr, dass da von hinten irgendwas dann kommt. Gerade hier in der Haupthalle, dann kommt man zurück und denkt, man ist in Sicherheit an der Haupthalle. Und dann pa, ne? Uah, ne? Ja, okay, wenn wir mal Geröll brauchen, wissen wir, wo wir es kriegen können. Da geht's noch weiter. Eieiei. Und da auch noch? Ich höre sogar Hunde bellen. Wo habe ich den denn jetzt gehört? Also, eigentlich sind es ja Wölfe, aber nur Wölfe bellen. Nur mal nicht in Minecraft bellen Wölfe. Und, naja. Da ist doch was. Ey, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Moment, da muss ich erstmal ein bisschen hier noch Luft machen. Was machst du hier, hä? Ich höre auch noch von deinen Kumpels, höre ich noch ein paar. Komm, du sollst mich bestimmt nur ablenken und dann wirst du, werden mich hier gleich die Monster überwältigen. Jetzt steh mir bloß hier im Weg rum, sonst muss ich dich töten. Ob es da nach draußen geht, da ist so blaues Licht. Ich weiß es ja nicht. Bin am Lauschen. Mal gucken, was wir noch so an Geräuschen
passiert. Naja. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja, jetzt stehst du da rum, ey. Du bist ja vielleicht einer. Du bist kein Wolf, du bist ein Hornochse. So, was ist das denn hier? Warum ist das hier so dunkel? So, mal eine Fackel hin. Da ist es tatsächlich draußen. Da geht's tatsächlich raus. Oh, super. Da müssen wir natürlich dann nachher mal gucken, wo man da rauskommt, ne? Wo man da ist. Was ist das denn? Das sieht aber jetzt irgendwie verdächtig aus nach einer Schlucht, ne? Wow. Die kenne ich ja noch gar nicht. Na, oben offen hätten wir vielleicht auch so von oben schon sehen können, aber so weit sind wir ja noch gar nicht rumgekommen, ne? Ist ja super. Boah, ist natürlich spektakulär. Da unten steht auch einer drin. Hehehe. Ah, ich werde das besser schaffen als du. Pass auf, du. Ja. Jetzt möchte ich mir natürlich gerne die Punkte holen. Oh, spektakulär. Es ist ja... Das ist ja irre. Ach, hier ist sogar eine Treppe. Naja, wenigstens halb. Es wird gerade hell draußen. Das kommt mir gelegen. Das kommt mir wie gerufen. Boah, eine Schlucht. Schluchten finde ich immer total gut. So, oh, die haben echt was. Die haben echt was. Ja, Punkte geholt. Ja, jetzt sage ich mal, wo wir jetzt einmal hier unten sind, ne? Sollen wir die Erkundungstour doch jetzt hier auch ein bisschen fortsetzen. Schaut euch das mal an, was wir hier für Ressourcen haben. Oh, Wahnsinn, und nur eine Sackgasse. Komm, dann können wir die auch mitnehmen. Obwohl, ich habe nicht mehr viel. Doch, ich habe noch eine... Okay, ja gut, das könnte vielleicht gerade reichen. Ach komm, das können wir uns immer noch holen. Das ist jetzt blöd. Ich will jetzt wissen, was das hier für eine Schlucht ist. Da will ich da nicht durch die Kohle hauen. Da geht sie sogar unter der Erde weiter. Vielleicht können wir das hier mal eben wegmachen. Noch eine Stufe reinhauen. Oh, Lava ist hier. Ich lasse das jetzt mal so dunkel. Ich finde das irgendwie viel besser. Naja, hier ist es jetzt nicht so gut, wenn es so dunkel ist, ne? Boah. Ich höre was. Ey, wie weit geht denn das noch? Und wo ist der Saftsack? Verfolgt er uns oder ist er noch vor unserer Nase? Da oben ist noch der Wolf. Nee, ey. Aufdringliches Vieh. Na, ich hole mir den nicht. Die sind mir zu nervig. Vielleicht später mal als Schäferhund oder so. Mal sehen. Ach, das ist jetzt zu Ende hier. Okay. Dann kann da oben ist scheinbar irgendwie so ein Loch. Naja, gut. Mal eben das Zeug noch mitnehmen. Und noch in die andere Richtung rennen. Da waren wir auch noch nicht komplett. 8 Fackeln noch. Okay. Hab ich denn wenigstens... nicht so gut. Oh. Da ist aber auch ein riesen Lavasee hinter. Moment mal. Mal eben reingucken, ne? Holla.
Eigentlich erstaunlich, dass wir hier noch keine Diamanten gefunden haben, so also nah an der Lava, ne? Eigentlich müssen wir hier mal ein paar Diamanten finden. Diamant wäre natürlich wirklich für mich jetzt mal so richtig geil. Also das, Entschuldigung. Na, das wäre aber wirklich so richtig gut. Vor allem habe ich es auf diesem Enhancement Table abgesehen. Gar nicht Rüstung oder Waffen, sondern wirklich dieser magische Tisch, mit dem man seine Waffen und so verzaubern kann. Oder aufrüsten kann. Waffen reparieren und so und Werkzeuge reparieren. Okay, brauche ich glaube ich gar nicht, weil ich die alle immer bis zum bitteren Ende zertrümmer. Da waren wir, hier sind wir wohl irgendwie runtergekommen. Ja, da ist auch unser komischer Wolf noch. So, und jetzt dann die andere Richtung. Kleiner Durchgang. Links ist, glaube ich, nichts mehr. Hier geht's noch irgendwie rein. Und auch eine Sackgasse. Okay. Bereich gesichert. Ja. So, und jetzt haben wir auch wirklich überhaupt keine Hacke gleich mehr. Die ist jetzt kaputt. Noch ein paar Schläge und dann war es das mit ihr. Aber die Schlucht gefällt mir natürlich. Ich weiß nur nicht, was ich damit jetzt machen soll. Außer hier natürlich alles abernten. Hier ging es wieder hoch. Ich laufe mal wieder hoch. Hoppla. Hier wieder rein in unsere Höhle. Alles mal etwas begradigen, ja, genau, das kann man machen. So, und dann habe ich noch ein Schild. Wo ging's da? Ach, hier ging es ja auch noch raus, ne? Okay. Wo stelle ich denn das Schild hin, da hier am besten? Mit dem ja, da bist du ja wieder. Echt anhänglich, das Biest. So, dann lass mal sehen. Dann hängen wir da oben das Schild hin. Da geht es dann zur Schlucht. Ey, was das hier für eine Powerhöhle ist, ne? Die hat ja alles. Die hat ja unten nur eine Tiefbohrung, wo wir noch nicht waren. Ja, einen tiefen Schacht. Und dann haben wir hier eine Mine. Und einen Wasserfall oder See. Und die Schlucht. Und boah. Ja. Das ist aber wirklich schon gespenstig viel. Okay, ah, da kann ich mir ja noch ein neues Werkzeug bauen. Das ist doch gut. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Ich mache mir immer drei. Ich weiß, dass man die mit Shift-Taste da einmal rüberziehen kann. So, ja. Aber ja, dann haben wir diesen Effekt. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Kann ich alles gebrauchen. Aber das ist dann immer so durcheinander im Inventar. Ich sortiere mir das immer lieber. Puh, sehr cool. Ist es denn jetzt noch hell? Ja, komm, da können wir vielleicht ein paar Sachen zurückbringen ins Haus. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen drüber nachdenken, was wir denn da überhaupt mal machen. Da lassen wir hier mal ein paar Schaufeln auch noch hier. Das möchte ich alles in Sicherheit haben hier. Auch das hier. Die Kisten, die können wir, ja, die können wir eigentlich auch mitnehmen. So. Nach. Ach, alles. Alles kann eigentlich mit Kohle sowieso. Ach, Kohle können wir ein bisschen hier lassen für Fackeln. Die Leitern habe ich extra hierhin mitgebracht. Das Holz auch. Das sollte hier schon noch bleiben. Nahrungsmittel so ein bisschen. Ja, das kann alles hier bleiben. 14 Brot. Das ist alle vergammelte aus der Mine, ne?
Igitt, igitt, igitt. Okay, den Rest, den bringe ich jetzt einfach erstmal nach Hause. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich stockduster draußen. Nein, ist nochmal gut gegangen. Ist ja auch nicht weit. Ich denke, da muss man jetzt einfach nur hinlaufen. Das ist ja wirklich ein Katzensprung. Plack. Falle ich mal wieder mit der Tür ins Haus. Okay, dann mal ein bisschen aussortieren. Haben wir den Nahrungsmittel? Ja, haben wir das? Haben wir hier? Dann haben wir natürlich viele kostbare Ressourcen. Die kommen in diese Kiste. Boah, sogar Redstone, ne? Wobei es schon beunruhigend ist, dass ich immer noch keine richtige Redstone-Ader habe. Also, da müssen wir dringend mal was dran arbeiten. Dann haben wir noch Mob-Zeug. Und Pflanzen. Die sollten wir dann auch mal einpflanzen. Die Pflanzen. Flint. Okay, und die Kisten, die können ja auch rein. Oh, das ist ja die falsche Kiste. Flint, das muss da oben hin. Muss alles in Ordnung haben hier. Alles klar. Die auch noch, habe ich die ganze Zeit dabei gehabt. Ich weiß gar nicht warum. Aufgesammelt, ne? So, wie sieht's denn hier aus? Ach, guck mal, das ist auch schon wieder gewachsen. Super, dann mache ich mir beim nächsten Mal mal Bücherregale und mache mir mein Haus mal ein bisschen schöner. Das ist doch eine gute Idee. Überhaupt ist das eine gute Idee, wenn ich jetzt noch hier Rohholz hätte, dass ich so ein bisschen die Ecken noch schnell verkleide. Ne? Zack. Ja, ich muss natürlich überlegen. Rohholz habe ich denn überhaupt noch genug? Auch mal wieder. Ja, das ist auch mal wieder jetzt an der Zeit. Höhle habe ich euch gezeigt. Die rennt uns ja nicht weg. Die haben wir auch erstmal ganz gut geplündert in den letzten beiden Folgen. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht beim nächsten Mal doch nochmal wieder so ein paar Farming-mäßige Sachen machen und hier Verkleidung vom Haus und mal ein bisschen schöner und so. Auch mal, dass ich hier die Bäume mal so ein bisschen besser hinbekomme. Das ist alles immer noch ein ziemliches Durcheinander da mit diesem Wald. Das möchte ich alles nochmal ein bisschen verändern. Halt so eine kleine Plantage halt dahin bauen, die ein bisschen geordneter ist, wo man besser, schneller hacken kann. Mehr Übersicht hat. Okay, was sagt denn das Feld? Oh, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ist auch wieder bereit zur Ernte. Also, und da schwimmen auch wieder die Viecherin. So. Erledigt. Gut. Ja, ich sag mal, das können wir doch dann schön machen in der nächsten Folge. Wobei, ich bleibe jetzt noch ein bisschen auf. Mal gucken, was hier noch so ankommt. Ich habe jetzt noch ein bisschen Lust, mal vielleicht draußen so ein bisschen zu kämpfen und so. Aber erstmal hier mein Zeug ein bisschen in Sicherheit bringen. Besser ist das. Die ganzen wertvollen Sachen. Also viele Schaufeln jetzt. Okay. So. Da habe ich dann eigentlich noch ein normales Schwert irgendwie. Das ist ja mein Enderman-Schwert, das Silberne. Deswegen. Möchte das nicht verbraten. Ich schlitter jetzt aufs Dach, da kann man super gucken. Wie viele Pfeile habe ich mal eben? 23. Okay. Ah, wie nett das schon aussieht hier. Ich kann mir schon vorstellen, hier vielleicht noch außen so eine Hecke rum. So, nur aus optischen Gründen. Creeper. Also, keine Enderman. Nirgendwo Enderman.
Das ist ein Geduldsspiel. Wenn man Monster braucht, dann kommen sie natürlich nicht. Ah, die kommen schon. Da hinten sehe ich eine Spinne. Spinnen sind natürlich auch immer ganz gut. Obwohl, jetzt habe ich ja genug Fäden, habe ich eigentlich schon für Bögen und Angeln. Aha, Opfer. Bleib stehen, bleib stehen. Ey. Hey, bleibst du stehen? Also. Könnte ruhig ein bisschen näher rankommen, ne? Jetzt müssen wir so weit rausrennen, um uns die Punkte zu holen. Jawohl. Jetzt habe ich den Bogen schon gespannt. Das ist schade, dass man den nicht lösen kann, denn, ne? Oder kann man? Ich weiß es nicht. Ah, das war zu kurz. Die Spindel leider nicht getroffen. Oh! Und das Zeug will ich mir holen hier. Ich weiß, dass da Spinnen lauern. Kommt doch her, ihr Spinnen. Haha. Haha. Ihr achtbeinigen Schweinehunde. Nicht mit mir. So. Jetzt kann ich mich auch wieder heilen. Ich vergesse doch immer zu essen. Und wieder rauf aufs Dach, ne? Und Zeug erstmal wegbringen. Ist auch mal gut. Spinnen jagt man natürlich auch wegen der Augen. Neuerdings. Das ist natürlich schon wahr. Also nicht nur wegen Spinnenfarn, auch diese Augen werden wir später brauchen für Tränke und solche ganzen Geschichten. So, hallo. Jetzt kann es mal weitergehen. Hallo. Lass jucken hier, komm. Enderman, 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 Enderman. Wahrscheinlich ganz viele Viecher ringsherum. Viecher ringsherum, Viecher ringsherum und Enderman. Ey, was soll das? Ey, jetzt treff mich hier eine Spinne an. Blödes Skelett, du blödes Skelett, hau ab. Hau doch ab. Oh. Ah, das war aber jetzt ein Chaos. Ja, das ist doch immer so mit dem blöden Enderman. Da kommen immer irgendwelche anderen Viecher. Ja, das ist natürlich jetzt wirklich. Was mache ich denn jetzt? 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 Ist das alles noch da, wenn ich schlafe? Komm, geht nicht anders. Geht nicht anders. So schnell nochmal, da ist das brennt es, da brennt es. Boah, meine ganzen Punkte und alles. Und da bist du noch, du doof Mann. Und du gehst mal bloß weg. Ist der Enderman hinter mir her? Wo ist denn mein Silberschwert? Jetzt ist es nicht da, wenn ich es brauche. Komm her, du. Komm. Oh, wo ist der denn jetzt? Ey, kannst du mich nicht angreifen, du feiger Hund? Da, ich guck den mal an. Hallo. Oh. Ey, was soll denn das bitte schön? Wo ist der jetzt? Ich hab den doch auch angeguckt, der müsste mich doch auch mal angreifen. Komm. Jetzt komm. Ja.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen baff, weil die sind jetzt irgendwie nicht so die aggressiven, die sind eher so die Wegrenner. Also, wie soll man die denn kriegen, wenn man, wenn die immer da irgendwie 100 Meter weiter wegspawnen? Wo ist der denn jetzt auch? Ist der jetzt weg oder wie? Och nö. Ja, dramatisch. Wirklich dramatisch. Dramatisches Ende dieser Folge. Ich muss mich jetzt erstmal erholen. Und ja, ich ärgere mich immer über die Endermen. Irgendwie komme ich mit denen überhaupt noch nicht zu Rand. Ich weiß nicht, wie euch geht. Verhalten die sich da auch immer so doof oder keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall sehen wir mal in der nächsten Folge, was wir so weitermachen. Fällt uns schon noch was ein. Und ich sag mal bis dann, ne? Tschüss.